So, servus zusammen. Ich stehe hier heute mit meinen nixigen Kameraden, weil heute machen wir ein wirklich sehr hochspezifisches Feuerwehr-Fitness-Training. Es wird eine Challenge geben. Wir gehen truppweise zusammen, haben eine 80-Meter-Challenge zu bewerkstelligen. Und danach machen wir noch einen schönen Kraftausdauerzirkel rein mit Feuerwehrgeräten und Equipment. Und let's go. Wir haben uns jetzt gerade alle zusammen warm gemacht und jetzt als allererstes gibt es eine Challenge für die einzelnen Trupps. Wir machen das Ganze auf Zeit und ich erkläre euch jetzt die Challenge. Es ist eine 80 Meter Challenge in etwa. Als allererstes wollen wir vorgehen mit einem vollen Schlauch. Wir haben hier 3 C-Längen, das heißt insgesamt 45 Meter. Jeder Truppmann oder Truppführer, jeder nimmt einen Schlauch. Sprintet 20 Meter, hört ihr zu? Sprintet 20 Meter zum Tor 9. Und dann wird der restliche Schlauch nachgezogen. Ob ihr das im Stehen macht oder so im Knien, bleibt euch überlassen. Sobald der Schlauch auf Spannung ist, bei beiden, gehen wir zu dem Reifen hin und werden den in tiefer Gangart hier rüberziehen. Und zum Abschluss nehmen wir die Trage und bringen wir wiederum zu Tor 9. Das sind in etwa 20 Meter, das heißt insgesamt sind 80 Meter zu bewerkstelligen und der schnellste Trupp gewinnt. Lukas und ich fangen an und dann schauen wir mal, wie das läuft. So, zum Abschluss werden wir jetzt unsere Flaschen noch bis auf 10 Bar runterschnaufen. Und zwar werden wir einen kleinen Zirkel machen. Die Stationen schauen wie folgt aus. Station 1, machen wir einfach Hammerschläge, entweder von oben runterwärts. Wer mag, kann den auch wirklich gern seitlich nehmen und seitlich drauf kloppen. Station 1, Station 2 hier. Nehmen wir das Halligen vor dem Körper, machen wir schön Kniebeugen. Station 3, rabbeln wir, haben wir eh schon alle gemacht. Station 4, Schläuche in Bewegung halten, also die Welle sollte vorne noch ankommen. Können wir gerade arbeiten, können wir gleichzeitig arbeiten. Und auch gern von links nach rechts rüber oder auch kreisen. Aber ich würde hier heute gern mal das sehen, dass wir einfach noch die schräge Rumpfmuskulatur dabei haben und einen Umgang mit dem Strahlrohr einfach noch ein bisschen testen. Dann die nächste Station wird sein, Tragekorb den zweiten Stock hochbringen und wieder nach unten, dass der nächste ihn gleich wieder hat. Das war's soweit, das haben wir 5 Leute, 5 Stationen. Ich würde sagen, wir geben Gas.